weiß es nicht. Yay! So, die Schneeflocke haben wir auch. Kriegen wir hier vielleicht noch irgendwas? Nein, da ist nichts mehr. Wir kommen bestimmt noch nach unten. Under Hollows. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Unterhöhle. Höhlich. Halt, da kann ich hoch. Yeah. Da geht's noch hoch. Und da geht's schließlich auch noch hoch. Und da geht's auch noch hoch. Und da nach oben geht es auch noch. Alter, hier wird's aber langsam schwierig. Doch wir wollen alle Schneeflocken, denn wir sind ergierig. Komm ich da hinten? Nein! Oh, huha. Ist das da hinten unser Häuschen? Ich sehe es von hier, das kleine Kabäuschen. Wenn die Mutter wüsste, was wir hier treiben, sie würde sich mit dem Hintern am Ofenrohr reiben. Ich weiß auch nicht genau, was das heißt. Das ist eine weihnachtliche Magie, die diesem Vers entspringt, die ich nicht deuten kann. Okay, da oben kommen wir noch nicht hin. Juhu! Nein, wir haben die Schneeeule verjagt. Das weise Geschöpf. Und hier, eine Elfe. Sie rühret im Töpf. Sie bietet uns heiße Schokolade an. Und liest aus ihrem Knigge sodann. So, können wir die Knigge lesen? Natürlich. Mal gucken, was wir heute wieder zu lesen haben. Ich bin sehr gespannt. Oho, dieses Kapitel scheint interessant. Tiere zeichnen in den Bäumen, in manchen Bergen nicht zu versäumen. Dort könntest du sehen ein Eichhorn, ein Fuchs oder Vögel und Fledermäuse oder gar einen Luchs. Oder ein Stachelschwein. Es gibt alle möglichen Freunde zu finden. Mach nur die Augen auf, sonst wirst du erblinden. Aber geh zu nah ran und sie laufen hinfort. Sei etwas sanfter und du findest sie dort. Ja. Und wenn du sie findest, dann nähre dich. Dann nähre dich langsam und zeichne die Viecher. Dann sind sie fast handzahm. So. Das sind alles schöne Weihnachtsreime, das ist einfach toll. Es ist erstaunlich, was man alles aus den Büchern lernt. Ja, das wow, lernst du nicht in der Schule. Hallo Kinder, wenn ihr im Wald einen wilden Bären seht, dann schleicht euch vorsichtig an und ihr könnt ihn zeichnen. Oder auch Luchse oder Löwen oder verwundete Gazellen, da gibt es ganz viel im Tierleben. So. Und wer meint, das wäre nicht pädagogisch wertvoll, der hat nie den Pink Panther gesehen. Wo den Kindern beigebracht wird, dass ein Panther ihr Freund ist. Hey Mama, guck mal, ein Panther! So. Das war jetzt auch sehr weihnachtlich. Panther wollen ja auch was essen. Und Kinder zu Weihnachten sind Delikatessen. So, ich komme da nicht ins Gemüse rein. Ich bin zu klein, das darf doch nicht sein. Ich muss Hörspringen lernen oder mich von hier entfernen und darüber springen, so dann komme ich vielleicht auch an den Schnee dort heran. Oh, hier ist gefroren, da geht es nicht weiter. Ich probiere es über den Baum, wie auf einer Leiter. So, hier herüber. Im Wipfel ich springen. So, und mich zu einem weiteren Reime hier zwingen. Fast schon ganz oben. Man glaubt es kaum. Der Planet Neutrexas, ein Freiheitstraum. Oh, eine Höhle. Kennt noch jemand Planet Neutrexas, ein Freiheitstraum? Das fiel mir gerade spontan wieder ein, bei diesem Reim. So, in die Höhle können wir natürlich auch noch. Aber erstmal wäre es mir natürlich ein Jumbo-Pläsier. Wir finden alle Schneeflocken hier. So. Oh, ein Vogel. Das ist ein eisiger Zeisig. Mit Page 911. Wir kommen ihm näher. Und lernen, er heißt Steffen. Ich lache nicht über meine eigene Witze, nein. Das würde mir im Traume nicht einfallen. Yippie.
Was mir übrigens auch im Traum nicht eingefallen wäre, dass ich zu Weihnachten tatsächlich so weihnachtliche Winterspielchen einfach mal anderen Leuten vorspiele und dabei alberne Sachen sage. Und Leute das auch noch gucken. aus irgendeinem Grunde, den ich so nicht nachvollziehen kann oder vielleicht auch nicht will, ich weiß es nicht. Und was machst du so beruflich? Ach, naja, neulich habe ich zum Beispiel meinen Weihnachtshandschuh gesucht und bin mit ganz viel Schnee in der Nase durch den Elfenwald geflogen. Ja, ach so, ja, schön, dass wir uns getroffen haben. Du, ich rufe dich unbedingt mal an. Tschüss! So, da kommen wir nicht weiter. In die Höhle könnten wir rein. Ich hoffe, da ruft nicht das Mütterlein, deswegen gehe ich nicht nach rechts dort weiter, denn ich glaube, sonst kommt wieder das Muttergeschrei da. So, ich probiere es nochmal hier. Komm ich da hoch? Nein, ich bin noch zu klein. Ich Idiot. Das hat sich überhaupt nicht gereimt. Was war das denn gerade? Was war das denn gerade für ein Musikwechsel? Ach, gucke mal, wer da wieder ist. Es ist der Gnom, der baut gleich einen Riss. Marvin! Nein! Mutter! Okay. Na, oh, Mutter! Was hat denn die für ein Organ? Die schreit über den ganzen Berg. Dabei sind wir so klein wie ein Zwerg. Gute Nacht, kleiner Marvin. Und träum schön. Von, sagen wir mal, einem kleinen Schneehäschen und dir selbst, wie dir ein Handschuh fehlt und natürlich auch von dem Gnom, der Berge zerstört und natürlich auch von dir selbst, wie dir ein Handschuh fehlt und natürlich auch von einem riesigen Kessel Kakao und von dir selbst, wie dir ein Handschuh fehlt, du Egomane und von dir selbst wieder ein Handschuh, Alter, dieser Egoist, der träumt nur von sich selbst, wie ihm ein Handschuh fehlt, was ist denn da los? Und natürlich von einem wunderschönen Haus. In diesem Haus wohnt er selbst, dem ein Handschuh fehlt. Das reicht aber. Das glaubt mir gar nicht. Er träumt nur von sich selbst. Abflug! Yeah! Halt! Wer ist das denn? Können wir den malen? Ich will den malen. Kann man nicht. Ich kann ihn nicht malen, ne? Ich will den malen. I wanna draw you like one of my French girls. Patz. Na du, kleiner Lullamann. Ich hüpf auf dem Vogel. Ich hüpf auf dem Vogel. Ah. Na, dann packt man den Schlitten aus und yeah! Carambo Carajo, ein... Ja, auch doof. Ich fall immer wieder drauf rein. Ich will da mal springen. Dabei können wir doch hier einfach durchpesen. So, da einmal gesprungen. Alter Finne. Tot. Naja, nicht ganz. Ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, die optimale Weg für... Ach, wir kommen hier noch gar nicht durch. Wir wären wahrscheinlich unten durchgekommen. Hätten wir jetzt den Tunnel gegraben. Aber die Mutti hat gerufen. Manchmal rufen Muttis im ungünstigsten Augenblick. Man weiß es ja aus der eigenen Erfahrung. Und das Lustige ist, dass sogar Muttis wissen, dass Muttis das können. Von ihren eigenen Muttis. Sie haben es nur meistens vergessen. Und wenn man dann sagt, noch 5 Minuten, dann sind das natürlich sehr wichtige 5 Minuten. Weil man ein Safe-Game anlegen muss, was weiß ich. Oder weil man gerade noch im Chat hängt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wichtige 5 Minuten heute sind. Also bei uns war es damals zum Beispiel, den Level in Doom noch zu Ende spielen. Ist auch schön weihnachtlich. Doom ist übrigens auch ein schönes Weihnachtsspiel. So. Ja, das klappt ja super. Da bin ich ja mit dem Schlitten richtig weit gekommen. Okay, wir können da nach unten. Ich krieg dich. Na, offenbar nicht. War da oben gerade noch ein Schneeflock? Ich weiß es nicht. Nein! Okay, pass auf, das machen wir jetzt nochmal.
Die Schneeäule, die will ich in meinem Buche. So. Ich gehe zurück und wenn sie wegfliegt, dann fluche ich. Ja, da haben wir sie. Aha. Vielleicht ist es auch ein getarnter Adler, man weiß es nicht. So, hier gehen wir wieder rüber. Frozen Falls. Frozen Falls. Da unten ist wieder so eine Baustelle, ne? Huch. Ach, das war die Baustelle. Wie bin ich denn jetzt hier hochgekommen gerade? Das war die Baustelle, die uns fehlt. Die haben wir als nächstes erwählt. So, hoppala. Ich hoffe, der Gnom ist noch da. Und ist er jetzt fort? Dann gibt's ein Trara. Da ist er ja. Kommen Sie, Mann, gut, kommen Sie ran, guter Mann. Ich bin von der Gewerkschaft. So. Ich bitte Sie, erstellen Sie hier einen Bergschaft. Ach, wunderbar. Da haben wir auch schon, da haben wir auch schon den Durchgang. Hier geht's noch weiter nach unten. Ich glaube, ich habe hier einen weiteren Weg gefunden. Ich finde, kleine Jungs, wie alt ist der Typ hier? 8? Sollten unbedingt durch einen knirschenden... Das ist ja süß. Nein, schlechte Idee. Das ist ja süß mit dem Radio. Das feiere ich ja ein bisschen. Wo kommen wir denn hier hin? Klacke die Claves. Was ist denn da? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Tief im Berge. Unten die Schneeflocken holen wir uns später. Jetzt rollen wir hier nochmal die paar Meter. In der Hoffnung, dass hier noch Flöcklein sind. Und jawohl, dort sind sie. Hol sie dir, Kind. Oh. Na gut, dann holen wir uns erstmal die Flocken hier unten. Es soll sich auch lohnen. Und wenn ich höher fliegen will, dann esse ich halt noch Bohnen. Jetzt, das habe ich auch noch nie gemacht, dass ich irgendwie fast die ganze Moderation über irgendwelche Reime ausspucke. Das ist auch Neuland für mich. Und ungewollt. Ich habe das nicht vorher geplant. Es bietet sich irgendwie nur an. Ich weiß nicht warum. Doch täte ich es nicht, vielleicht blieb ich stumm. Ach, wie gemein. Da bin ich wieder hier. Ich wollte nach Flensburg, vielleicht auch nach Trier. Okay, das war jetzt ein bisschen reimlich oder ich fress dich. So, das hole ich mir mal. Wir können ja inzwischen schon richtig hoch fliegen. Sodass wir auch die höheren Flocken noch kriegen. Und hier unten? Auch da versteckt sich was. Und nichts ist sicher. Merkt euch das. So, hier noch runter. Da gibt's kein Vertun. Wir holen uns alle Flocken hier nun. Uah, hier ist sie. Na, das hätte fast geklappt. Okay, vielleicht hier. Ich habe das Gefühl, ich bin zu weit nach unten und habe ein paar Flocken verpasst. Das wird schwierig, die alle zu kriegen. Vor allen Dingen, wenn wir immer weiter nach unten hier fliegen. Aua. Voll auf die Omme. Alright, voll auf die Omme. Ach, diese amerikanischen Kinder. Da kannst du auch nicht mehr viel falsch machen, wenn die mal was auf den Kopf kriegen. Nein, das ist gemein natürlich. Das ist gemein, ich entschuldige mich. Dummheit ist ja kein Privileg der Amerikaner. Sie wollen nur in allem möglichst weit vorne sein. So, hier kriege ich jetzt noch und da kriege ich jetzt noch. Ich hoffe nur, ich habe das Gefühl, das ist so ein Labyrinth hier, ne? Da komme ich gar nicht so weiter. Okay, und da oben
Da fliege ich gleich. Na. Okay. Ich würde gerne mit dem rechten Stick nach unten gucken. Ah, siehst du, da war noch eine. Und jetzt kommen wir hier wieder nach unten, ne? Ist ja klar. La da 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 da. Da 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 da. Flieg, kleiner Marvin, flieg. So. Warum geht der eigentlich die ganze Zeit in dem Ding? Ich weiß es gar nicht. So, dann hier nochmal hinauf. Der Berg ruft. Hinauf, hinauf. Ja, da müssen wir wahrscheinlich hin. Es wird ein bisschen tricky gleich. Ach du Heilige. Na, das kann ja heiter werden. Wenn wir da jetzt versagen, dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Na, Glückwunsch. Und vor allen Dingen müssen wir da oben die Schneeflocken noch sammeln, falls da welche ansässig sein sollten. Und dieses Ding hier geht immer zurück. Ich wünschte, es wird warten. Zu unserem Glück. Das miese Stück. Jetzt reicht's aber. Das haben wir schon gesammelt. Das haben wir noch nicht gesammelt. Ha, hu, das war knapp. Eieieiei, ach du heilige Scheiße. Nein, mit, wieso? Na, da kommen aber angenehm viele. Dann springen wir da gleich mal hinein. Uah, nein! Nein! Oh, du willst mich nur verarschen, das darf doch nicht sein. Och, Mann. Ja, kratze mir den Bart. Jetzt probiere ich mal was. Ich weiß, es ist hart. Aber, ja, das wollte ich machen. Komm ich da oben hin? Jawohl, inzwischen schon. Und hier geht's noch weiter. Ich frag mich, wohin wohl? Snow Elf City. Guck mal da hinten im Hintergrund. Lauter kleine Häuschen der Elfen. Sie tun mir fast leid. Wir wollen ihnen helfen. Aua. Ach, ist das niedlich. Oh, das Spiel ist echt süß. Das muss man einfach mal sagen. Also weihnachtlicher geht's ja kaum. Hallo. Die Elfe sagt nichts. Na gut. Dann klaue ich dir ein Flöckelein. Ich frage mich, wie viel wir hier wohl noch kriegen insgesamt. Oh nein. Und wenn die Mutti dann ruft, dann kommen wir ja gar nicht mehr zurück. Von so weit her. Es sei denn, wir finden jemanden, der uns hier ein Wegelein gräbt. Doch ob so jemand zur Verfügung steht, ein kleines Durchgängelein. Für uns viel zu schmächtig. Wären wir kleiner, dann ging es uns prächtig. So, wir sammeln derweil mal die Flocken hier ein, so viele wir kriegen können. So soll es sein. So, hier kommen wir doch schnell durch. Hui! Und hier natürlich auch. Was wirft er denn da rein? Die wär, ach, das ist so süß gemacht hier. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist echt mega süß gemacht. Wie die alle am Arbeiten sind und so weiter. Sind das wohl die Weihnachtselfen? Aber was machen sie hier unter der Erde? Ich dachte, sie wohnen am Nordpol in größerer Herde. So, wir lesen mal wieder die Enzyklopädie. So viel Wissen wie hier, das lernen wir sonst nie. Schnarch. Okay. Können wir die Elfi-Kluppe lesen? Wir suchen mal wieder einen Eintrag.
die grabende Elfe auf Hügeln so hoch, in Tunneln so tief. Sie graben ein Loch. Du findest die Elfe, sie ist meist am Schlafen. Doch wenn du sie schubst, dann tut sie dich ja eigentlich gar nicht strafen, sondern dann gräbt sie einen Hafen. Ja, also eine Abkürzung, die Grabenabkürzung. Das wissen wir aber. Das ist also das Elfenwissen, was über Milliarden... Boah, geil, was ist das denn? Hohohoho. Wir sammeln erstmal schnell die Schneeflocke, weh, die Mutti ruft. Jetzt, dann bin ich sauer.